Wir befinden uns beim SC Freiburg in der Fußballschule und bei uns ist der Nachwuchsspieler Matteo Di Giusto. Matteo, vielen Dank für deine Zeit. Ja, kein Problem, sehr gerne. Könntest du uns ein bisschen erzählen, wie es zum Fußball gekommen ist in deinem Leben? Mein Vater spielte bereits Fußball, hat dann aber früh, kurz vor dem Sprung zum Profi aufhören müssen wegen Verletzungen. Mein älterer Bruder spielt auch Fußball und so hat es mich dann auch dazu gezogen. Und ja, einfach auch seit klein auf immer am Ball. Dein erster Verein war FC Wagen. Genau, ja. Und dann über ein paar Schritte dann kamst du zum FC Zürich in den Nachwuchs. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu kam? Ja, also nach einer Weile dann bei der U15 beim FC Baden war ich in einem super Jahr. Ich habe die meisten Tore in der ganzen U15 Schweiz geschossen. Ich war Top-Torschütze. Dann nach Ende Jahr kam dann der Trainer vom FCZ, U16, zu mir und fragte mich, ob ich die Chance nutzen will und zum FCZ kommen will. Und habe dann natürlich sofort Ja gesagt, weil FCZ ist eine große Nummer in der Schweiz und ich wollte das sofort nutzen. Und bin dann so U16, U18 und dann in die U21 gekommen. Ein Zürcher Nachwuchsspieler in Deutschland. Wie kam es zu diesem Schritt nach Deutschland? Also der Trainer, der mich damals zum FCZ geholt hat, wechselte ein Jahr zuvor hierher. Der hat mich dann sozusagen dem SC Freiburg empfohlen. Die sind dann auch Spiele zuschauen gekommen. Er hat mir dann ein wenig ans Herz gelegt, dass das eine sehr gute Möglichkeit für einen jungen Spieler ist, weil Freiburg ist berühmt für eine Top-Jugendabteilung. Und ich wollte dann einfach den Schritt mal wagen, mal etwas Neues, anderer Fußball, Deutschland. Und wollte das versuchen. Beim FC Zürich und in der Schweiz generell kriegt man als Nachwuchsspieler eine sehr gute Ausbildung. Inwiefern unterscheidet sich die Nachwuchsschule hier von der, die du beim FC Zürich genießen konntest? Also ich denke, fußballerisch ist es kein großer Unterschied. Ich denke, dass das Größte, was ich jetzt gemerkt habe, als ich von Tag 1 hier war, ist die Professionalität, die schon von U15 wahrscheinlich schon da ist. Ich habe es jetzt sofort gespürt mit Videoanalysen, schon über Standards und Einzelvideos, die man nach jedem Spiel hat. Also ich denke, das ist so ein wenig der größte Unterschied, so Professionalität, Kraftraum und so. Aber fußballisch, denke ich, ist FC Zürich und Deutschland nicht sehr groß voneinander entfernt. Und wie lange bist du jetzt hier? Ich bin seit Ende August bin ich hier. Ja, und hast du dich schon eingelebt? Ja, das ging sehr gut, sehr schnell auch. Durch Schweizer Trainer, die hier sind und auch ein Schweizer Mitspieler, der mit mir zusammenkam. Und generell hier ist man sehr offen, hat sofort Platz gemacht für uns und so. Die Menschen, wie unterscheidet sich das Kulturelle? Die Leute hier sind sehr, sehr angebissen vom Fußball. Ich denke, ein wenig mehr sogar noch wie in der Schweiz. Also Fußball ist Nummer eins und das merkt man sofort. Und das reißt einem auch mit und so kann man sich total auch fokussieren auf Fußball. Nebst deiner Fußballerausbildung besuchst du auch eine Berufslehre. Bei wem? Ich besuche die Sports Academy in Zürich. Das ist eine sportfreundliche Ausbildung. Da hat man zuerst Schule und dann hat man noch 2 Jahre ein Praktikum, wo man dann schlussendlich einen Kaufmannabschluss hat. Warum dieser zweigleisige Weg? Ich habe das von zu Hause auch so mitbekommen und bin selber auch der Meinung, dass Fußball extrem schnell gehen kann, nach oben wie aber auch nach unten. Und deshalb ist es mir selber wichtig, dass ich immer etwas habe, falls es nicht klappt. In der Ausbildungsphase macht dieser zweigleisige Weg, den du eingeschlagen hast, durchaus Sinn. Wir sind froh, dass du dich dafür entschieden hast. Und man kriegt ja auch abseits vom Fußballfeld wertvolle Inputs, die man dann auch mit aufs Feld nehmen kann. Kannst du mir ein paar Beispiele geben, wie du dich, was du in der Berufslehre so alles gelernt hast und mit aufs Feld nehmen konntest? Ja, also ich denke, disziplinarisch ist, wenn man eine Ausbildung macht und in einem Betrieb arbeitet, das fördert sicher, dass man Aufträge rechtzeitig erledigt, dass man zuverlässig ist und so. Und ich denke, das hat auch einen Einfluss dann aufs Fußball, dass man einen Schritt erwachsener denkt und pflichtbewusst ist, weil man
in der Arbeit schon weiß, was man machen muss. Und schlussendlich im Fußball ist wie Arbeit, man muss Tag für Tag abliefern und da muss man bereit sein dafür. Vor rund einem Jahr hast du bei der Fairplay Agency vorbeigeguckt, warst auf Agentursuche, hast dich dann entschieden, mit jemandem anderem zusammenzuarbeiten. Alles gut. Jetzt, vor ein paar Wochen, kam dann die Wende, du hast dich dann umentschieden und bist jetzt bei uns. Wir freuen uns natürlich sehr. Ich mich auch. Wie kam es aber dazu, dass du dich jetzt doch für uns entschieden hast? Ja, anfangs habe ich das Gefühl, dass Fairplay Agency fast eine Nummer zu groß war für mich, weil ich noch ein junger, unerfahrener Fußballer war. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt kommt langsam der Sprung zum Profi und ich will einfach, dass ich da super Leute hinter mir habe, die mich neben dem Platz top unterstützen können. Und meiner Meinung nach und auch mit der Familie besprochen, ist Fairplay Agency da für mich die Nummer eins. Was mich sofort angesprochen hat, ist auch die Betreuung mit Personal Training, Mental, Fitness Coach, alles Mögliche. Und unser Fitnesstrainer, gut, dass du es ansprichst, der reist auch ins Ausland zu unseren Athleten, auch nach Deutschland und auch nach Freiburg. Super. Wie sieht es bei dir aus? Willst du das in Anspruch nehmen? Sehr gerne. Also ich würde sofort will ich das machen. Ich denke, das kann einem immer weiterbringen, wenn man noch mehr machen kann und auch die Möglichkeit, wie bei der Fairplay Agency, dass man das auch so gratis erhält. Und ja, ich würde das sofort nutzen. Wie sieht es in deinen Träumen aus? Spielt da die Bundesliga eine Rolle? Was ist dein großer fußballischer Traum? Also Ziel ist klar die Fußball-Bundesliga. Mein ganz großer Traum ist jedoch, einmal für den AC Milan zu spielen. Ist seit klein auf und in der Familie der Nummer 1 Verein. Und das wäre eigentlich mein größter Traum. Magst du dich noch erinnern? Als kleines Kind gibt es Erinnerungen, die mit dem AC Milan verbunden sind? Ja, also wir haben immer Milan-Shirts getragen, jedes Spiel geschaut. Champions League-Final 2007, als sie gewonnen haben. Das sind schon Momente, die man sich merkt. Solche Ziele, jetzt ganz oben in der Bundesliga mitzuspielen oder bei einem AC Mailand, solche Ziele erreicht man nur, wenn man sein volles Potenzial ausschöpft und dafür zielführend und absolut essentiell unserer Meinung nach ist, wie man mit Kritik umgeht. Kannst du mit Kritik umgehen? Ich denke schon, ja. Was ist die härteste Kritik, die du jemals erhalten hast und woran du dann auch gewachsen bist? Magst du dich erinnern? Das war einmal, als ich von der Nationalmannschaft zurückkam, wo ich nachnominiert war. Und dann habe ich ein Spiel total versemmelt sozusagen. Und der Trainer hat dann in der Halbzeit mich angeschrien und hat gesagt, ist klar, dass du nur auf Abruf bist und so. Und wenn du so weitermachst, bist du gar nie mehr dabei. Und da musste ich schon ein wenig schlucken und dann aber wieder top in die zweite Halbzeit rausgekommen und versucht, dem Trainer das Gegenteil zu beweisen. Was hast du gespürt in dem Moment? Wie sah es bei dir innerlich aus? Sicher Wut, aber natürlich auch ein wenig enttäuscht, dass ein Trainer das so direkt sagt. Aber also ein Trainer will ja auch Erfolg für die Mannschaft und man muss dann halt das unterordnen und dann schlussendlich ist das auch ein Weg für sich, dass man schneller zum Ziel kommt, wenn man das dann sofort probiert umzusetzen. Beim Mentalcoaching ist es so, dass wir das schon sehr, sehr ans Herz legen. Wie hast du in diesem Bereich bis anhin gearbeitet? Mentaltraining ist sehr wichtig im Fußball, finde ich. Mentale Stärke ist sehr wichtig. Ich habe bis jetzt noch zu wenig machen können in dem Bereich. Doch jetzt, desto älter ich werde, finde ich, Männerfußball ist auch mental auch und deshalb würde ich das sofort nutzen. Ja, mentale Stärke ist für den Erfolg maßgebend und in diesem Sinne ja auch unser Motto Character makes Champions. Hier noch ein kleines Geschenk als Dankeschön für deine Zeit. Character makes Champions für dich, Matteo. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und toi, 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 viel Erfolg in den nächsten paar Wochen. Dankeschön.